Ja, dann darf ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zur offiziellen Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel unseres Handballsportvereins Hamburg gegen den THW Kiel vor 10.173 Zuschauern. Endstand 28:28. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, Todo Jansen auf der einen Seite und Philipp Wiecher, und unseren Gästetrainer dann traditionell um sein Statement bitten. Schönen guten Abend zusammen. Also, ich bin nach diesem Spielverlauf natürlich enttäuscht, dass wir den Sack nicht zumachen konnten. Wir haben die letzte Phase mit einem Lauf beendet von 2-7, wo wir eigentlich in Angriff gute Chancen erarbeitet haben und dann für uns bis dato, meiner Meinung nach, haben wir das gut strukturiert im Angriff, also auch das Spiel gut in der Hand gehalten, aber dann lassen wir das an Yogi, lassen wir das auch ein bisschen nicht unbedingt 100% in den Mut Zug zum Tor. Gegenseitig muss man dort unter der Mannschaft zu diesen grandiose letzten 10 Minuten und immer sich daran glauben, auch gratulieren. Dass die 50 Minuten, die kann ich so akzeptieren, bis oder denn die letzte oder erste 3 Minuten auch nicht unbedingt, aber das dann 47 Minuten von dem Spiel, was wir gemacht haben, kann ich gut akzeptieren. Aber dann die letzten 10 Minuten, das war definitiv, ich glaube, zu viel Respekt von Jogi, zu wenig Abgezocktheit, auch gewisse Arroganz habe ich in den Abschlüssen dann nicht gesehen. Und dann war plötzlich HSV da, und das ist eine bittere Pille, was wir schlucken müssen, dass wir uns das gut gespielte Spiel einfach nicht nach Hause gebracht haben, sondern mussten hier einen Punkt liegen lassen. Nichtsdestotrotz, ich habe auch in diesem Spiel vieles Gutes gesehen, und ich möchte auch Toto und deine Mannschaft für deine Einstellung und für diesen Punkt auch herzlich gratulieren. Vielen Dank. Erstmal an unseren Gästetrainer. Toto, bitte. Ja, guten Abend. Lieben Dank, Philipp. Ich kann das ja so sagen. Ich finde, wir haben ein nicht nur kollegiales, sondern sehr freundschaftliches Verhältnis, und wir werden bestimmt gleich noch ein Bier trinken, hoffe ich. Und er hat mir nach dem Spiel sofort, das fand ich ein bisschen bezeichnend, auch bei aller Rivalität und bei allem, was so dazugehört, wirklich authentisch herzlich gratuliert, und dafür vielen Dank, weil das ist nicht selbstverständlich nach so einer Schlussphase. Ich glaube, Philipp hat es ja schon gesagt, die letzten Minuten waren einfach geprägt davon, dass der THW die klarsten Torgelegenheiten nicht unterbringen konnte und wir daraus nochmal diesen Mut, den Mut der Verzweiflung am Schopf gegriffen haben und haben dann mit der letzten Sekunde alles aufs Spiel gesetzt und diesen Punkt noch geholt gegen den deutschen Meister und in der Champions League noch vertretenen THW, der trotz der vielleicht nicht überragenden Bundesliga-Saison für mich immer über allem schwebt. Und ich kann nicht nur Jogi, sondern natürlich der gesamten Mannschaft, auch wenn Jogi jetzt in den letzten Minuten natürlich überragend pariert hat, aber der gesamten Mannschaft, wie sie das trotzdem weiter durchgezogen hat und bis zum Schluss an alles geglaubt hat, dass da noch was drin ist, wie wir das gemacht haben, überragend. Und ich freue mich für die Zuschauer, die heute zahlreich erschienen sind, und ein packenderes Spiel hätten sie sich, glaube ich, nicht aussuchen können. Klingt jetzt alles ein bisschen sachlich, aber ich bin hoch euphorisiert, schwitze auch immer noch nach und freue mich gleich auf ein kühles Getränk mit Philipp, hoffentlich. Vielen Dank. Bis hierhin gibt es Fragen. Bitte schön. Aus den ersten 8 Spielen nicht gewonnen, weil ich gewonnen, die ersten 6 Spiele nicht verloren. Wo ist die Gründe, dass da jetzt der Break
Ach, das ist eine Mischung aus vielen Dingen. Klar, wir haben in der Hinrunde viele Spiele gehabt, die so eng waren, wo wir geführt haben, wo wir hinterher doch noch verloren haben. Trotzdem immer optimistisch geblieben und hoffentlich alle die nötige Ruhe bewahrt. Und wir haben uns da nicht verrückt machen lassen. Das ist natürlich kein Patentrezept, aber ja, es hat sich letzten Endes ausgezahlt, dass wir da eben nicht durchgedreht sind. Man sieht es ja auch an so einem heutigen Spiel, da macht der THW macht eigentlich alles richtig, auch vorne. Und die letzte Aktion, die dann eben zum Tor führt, wird dann eben nicht genutzt. Und ja, das macht viel im Kopf von den Spielern. Und wir haben jetzt, glaube ich, ja, das Momentum, wie man immer so schön sagt, auf unserer Seite und spielen ein bisschen euphorisiert weiter und ja, darüber freue ich mich, aber das kann auch genauso gut, wenn man jetzt irgendwie das ein bisschen schleifen lässt, wieder ja, in die andere Richtung gehen. Weitere Fragen? Nehmen wir an, ein helles, wenn noch was da ist. Es sei denn, Philipp möchte was anderes haben. Ah, das haben wir noch nicht. Wenn er noch Zeit hat, ich weiß nicht. 12 Minuten Zeit noch. Dann müssen wir schnell machen. Reicht für zwei. Gibt es noch Fragen? Ich sehe das nicht der Fall. Dann vielen, vielen Dank fürs Kommen. Allen ein schönes Wochenende und unseren Gästen. Eine schöne Einladung.